Hi Paolo. Okidoki. Nimm mal Surfer. Ah, es war ein Fehler. Ich glaube, ich surf. Oh, warte, ein Apollo Level 38. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ja auch nicht mal so schlecht. Ich bin nicht mehr verwirrt. Das ist auch nicht schlecht. Ein Steinhagel bei meinem Angriff ist auch nicht schlecht. Aber es reicht nicht ganz. Nachtnebel. Ah, verdammt. Verdammt. So, meine lieben Freunde. Ytmerbord erreicht Level 41. Wollen wir Härtner lernen? Nope, wollen wir nicht. Ich muss es. Ich auch. Stopp. Können wir die irgendwie kämpfen? Nee, gegen die haben wir gekämpft? Ja, ich merke schon, wir sind hier total falsch gelaufen. Jo, trotzdem. Trotzdem. Damn, son. Ich fange mit Sir Buttington an. Es hat einen Grund. Und zwar das Ace von ihr müsste ja dann an Level 43 Simsala sein. Mit einer Ankunft vorausgeschaut, ich beherrsche die Psychokinese. Seit ich ein Kind war, zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verwiegen. Uri Geller also. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir Psychokinese meine Kräfte. Okay. Sabrina möchte kämpfen. Kadabra. Level 38. Die Stärken von Sabrina sind hauptsächlich, dass sie super schnell ist. Aber Sir Buttington ist in der Entwicklung höher als Kadabra. Und drei Level. Perfekt. Bei dem Simsala, wenn es denn kommt, wird schon etwas enger. Jetzt kommt Pantimos und jetzt könnte es ätzend werden. Ich überlege gerade. Ich bleib drin. Ich bleibe drin und setze Flügelschlag ein. Fliegen würde ihm zu viel Zeit geben. Lichtschild. Lichtschild bedeutet Spezialattacken. Ich habe nicht vor, Spezialattacken einzusetzen. Der reicht aber nicht. Konfusion. Okay, keine Barriere, das ist gut. Wow! Ficken, 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 ficken. Ficken, yeah. Tja. Cool. Sir Buttington erreicht Level 42. Die hatten Ohrmord. Habe ich da was verwechselt? Scheinbar, ne? Da mache ich Flügelschlag. Weil da ist Sir Buttington ja sehr effektiv. Boah, zum Glück ist Psystrahl ein Stück Scheiße. Nicht so wie Flügelschlag, Bitch. Batsch. Und Simsala. Und sagen wir es so, Eat My Bot kann den Schaden fressen. Kapiert? Eat My Bot. Langsamer bin ich sowieso. Mit allen Pokémon bin ich, glaube ich, langsamer. Aber ein Mega-Hieb könnte es killen. Weil es ist Step, es ist eine starke Attacke, Eat My Butt ist stark, Simsala hat eine schlechte Verteidigung und. Oh! Fuck you! Da mache ich erstmal eine Runde beten. Oh shit! Onion Rings. Okay. Das Problem ist nämlich,
Sowas habe ich mir gedacht, die Volltrefferquote in der ersten Generation wurde noch durch die Geschwindigkeit der Pokémon und ich glaube sogar die Differenz der Geschwindigkeit der beiden Kontrahenten wird die ausgerechnet. Ich glaube. Oder einfach nur die Geschwindigkeit des Pokémons. Und sind wir mal alle ganz ehrlich, Simsala ist halt schnell. Das wissen wir. Ech. Und ich habe mir schon sowas gedacht. Aber Eat My Butt kann den fressen. Und ja, dass der Mega-Hype nicht gereicht hat, bei zwei Psychokinesen, bei zwei Psychstrählen, wäre es echt bitter geworden. Oder bei zwei Konfusionen, was weiß ich. Zum Glück hat die einmal Teleport eingesetzt. Zum Glück. Ich bin erschüttert. Psychokinese, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Halt die Backen, ja? Ich hab dich sowas von geknetet, alte Sumpfkuh. Ich schenke dir den Sumpforden, weil ich eine alte Sumpfkuh bin. Edward gewinnt. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Psychogenese, stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir, Psychogenese. Edward TM46 ist Psywelle. Sie macht sich über natürliche Strömungen zunutze. Toll, oder? Jetzt war es, glaube ich, immer nur unten rechts. Ach nee, das war Quatsch. Außer hier, da gehe ich einfach mal hoch. Und dann gehe ich weiter unten rechts. Und dann bin ich nämlich da. Ich weiß nicht, dann war es vorher mal links, links, links und dann links, runter, links, 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 links. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wunderbar. Ich würde noch nicht mal sagen, ich bin irgendwie überlevelt. Weil ich bin ja gleich mit dem Ace. Ich habe einfach... Ja, einfach, weil es einfach ist. Okay, Freunde der Sonne. Dann würde ich jetzt mal sagen, Richtung Zinnoberinsel. Und das erst einmal von Fuchsania aus. Was auch bedeutet, wir können uns Pokémon fangen. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Jetzt fällt mir aber noch ein, ich könnte mir vielleicht noch ein paar Bälle kaufen. Wunderbar. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie hoch das Ace vom Pyro ist. Wo ist der Markt? Da ist der Markt. Ich wusste doch, dass er hier irgendwo ist. Markt, Markt, Markt. Markt, 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 Markt. Kauf. Überball. Kaufen wir uns einfach mal 20. Ui. Und dann kaufe ich mir noch mal 5 Hyperheiler. Ui. Und jetzt muss ich mal ganz kurz... Wir haben noch keinen Tentacha, oder? Ach, verdammt. So. Einen Moment mal kurz. Ich musste nämlich fast husten. Also würde ich sagen, mein Hals ist ganz schön trocken. So unprofessionell von mir. Mitten im Video was zu trinken. Ich schlinge. Ich schäme mich zutiefst. Aber et muss gedünn, wird gedünn, muss werden. Word. Okay. Sir Buttington, Eat My Butt und Butt On sind, denke ich mal, fürs Erste trainiert. Die nächste Montage werde ich wohl auch eher vor... Ich werde das jetzt öfter machen mit der Musik und allem, weil das fand ich ganz witzig. Die nächste Montage wird wohl eher Richtung Pokeliga gemacht werden, deswegen
Easy going. Ja, dann wärm dich auf. Aber nicht mit mir, weil ich kill dich. Bitch. Schwimmer möchte kämpfen. Er hat nur ein Tentacher. Ich zerpflücke dein Tentacher. Batsch. Batsch. Mit dem Absorber. Weil Absorber ist nicht sehr effektiv. Giftstachel, aber auch nicht. Dann würde ich sagen, es ist eher ein Säurebattle, weil Säure ist immer noch die stärkere Attacke. Das ist das Problem an Buttocks. Sehr, Absorber und Säure ist halt einfach nicht top-notch. Es ist einfach nicht Bombe. Scheiß Knopf. Ja, ich überlege gerade ihm vielleicht. Shit. Okay, es hielt sich in Grenzen. Ihm Megasauger, Gigasauger, was wir auch haben, beizubringen. Weil, naja, sind wir ganz ehrlich, ne? Das wär's jetzt. Wunderbar, jetzt ist mir warm. Und mir erst. TM21, Megasauger. Mach mal das, jo. Buttroom kann Schlitzer, das und Schaufler. Buttocks kann Absorber. Und Button kann zumindest Biss. Was auch gut ist. Ja, Absorber geht. Ja, ich glaube, jetzt haben wir wenigstens eine etwas stärkere Attacke. Eat my butt, gun surfer. Yo, Bro. Ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Hashtag never forget. Yo. Schwimmer möchte kämpfen. Setzt Sepa ein. Los, Buttocks. Buttocks, benutzt mal deine neue Attacke. Boah. Massive Hit. Little check is very effective. Critical. To be exact, not really critical. Just super effective. Ja, noch ein Sepa. Dann machen wir nochmal Megasauger. Nee. Das ist ja ganz knorke. La di di da, li di da di da, la di da, la di di da, la di da di da, la di da, la di di da, di di. So, das Pokémon ist ein Tentara. Wir haben, glaube ich, noch keinen Tentara. Was bedeutet? Ficken, 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 yeah! Hyperball. Schön. Schön, schön, schön. Eine Quali namens. Habe ich alle groß geschrieben? Ich glaube schon, ne? But. Buttony. Warte. Buttony. Ja, ich nenne ihn Buttony. Buttony die Qualle. Wenn uns Relaxo jetzt sterben würde, würde ich nämlich Buttony mitholen. Wegen Surfer. Ja, was ich eigentlich machen wollte. Jupp. Und es geht los. Hi, Tentacha! Long time no see, huh? Flüchte.